Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade hier auf meinem Bike unterwegs, vom fetten Axel. Und für uns geht es heute rauf zum Straubinger Haus. Aber heute mal etwas anders. Der Axel hat nämlich ein E-Bike dabei. Und was macht man, wenn man selber kein E-Bike hat? Naja, man spannt einfach eine Mullbinde aus dem Verbandskasten zwischen die beiden Bikes und lässt sich einfach hochziehen. Also dann, viel Spaß mit dem Video. Vom Parkplatz am Seegartal starten wir mit den Bikes hinauf in Richtung Fellhorn. Mit der Mullbinde verbunden geht es zügig hinauf. Vorbei an der Nattersbergalm erreichen wir dann die Hindenburghütte. So, die ersten 600 Höhenmeter haben wir geschafft. Wir sind jetzt kurz hinter der Hindenburghütte. Die Mullbinde hält noch perfekt. Ja, und jetzt geht es noch etwa 300 Höhenmeter weiter rauf bis zum Straubinger Haus. Hinter der Hindenburghütte wird uns der Steig nun zunehmend steiler bergauf. Als wir den Wald verlassen, kommt schon bald auch das Straubinger Haus ins Blickfeld. So, die Räder haben wir jetzt gerade am Straubinger Haus deponiert. Und jetzt geht es für uns noch knappe dreiviertel Stunde rauf auf das Fellhorn. Am Straubinger Haus deponieren wir die Bikes und es geht zu Fuß weiter über einen Steig hinauf zum Fellhorn. Der Steig zieht sich dabei geradwegs am Hang entlang vorbei an vielen Latschenkiefern, bis wir das Gipfelkreuz erreichen. So, jetzt sind wir hier oben angekommen am Fellhorn-Gipfel. Ja, heute haben wir wirklich hier traumhaftes Wetter, perfekte Aussicht über den ganzen Alpenhauptkamm. Ja, und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Pause und steigen gleich ab zum Straubinger Haus. Am Gipfel genießen wir den tollen Ausblick, welcher sich über die Loferer Steinberge im Süden, das gesamte Kaisergebirge im Westen sowie Steinplatte und die Berchtesgadener Alpen im Osten erstreckt. Für den Rückweg zum Straubinger Haus wählen wir nun einen alternativen Weg. Dieser führt uns zunächst recht eben über den Bergrücken vom Fellhorn. Am Ende vom Bergrücken geht es dann recht steil und teils etwas rutschig bergab. Dann erreichen wir den Forstweg, welcher uns wieder zurück zum Straubinger Haus führt. Straubinger Haus geht es nun mit den Bikes wieder rasant zurück ins Tal. Nach dem flacheren Abschnitt hinter der Hindenburghütte geht es im weiteren Verlauf dann wieder steiler bergab bis zum Parkplatz am Seegartal. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.